Das römische Imperium war zu seiner Zeit im Vergleich zur restlichen Welt hochmodern und in Architektur, Technik, Militär und vielen anderen Errungenschaften der damaligen Welt weit überlegen. Unter seiner größten Ausdehnung lebten circa ein Drittel der Weltbevölkerung im Römischen Reich. Wie konnten die Römer so viele Menschen unter einer Staatsregierung zusammenbringen? Denn nach dem Zerfall des Römischen Imperiums war die Bevölkerung nur noch ein Bruchteil von dem, was das Römische Imperium in seiner Glanzzeit hatte. Heute schauen wir uns weitere 8 unglaubliche Fakten über das Römische Reich genauer an. Los geht's mit dem Video! Fakt 1. Die Kreuzigung. Die Kreuzigung wurde schon in Zeiten des Senats im Römischen Reich immer wieder durchgeführt. Die Kreuzigung war im Verlauf der Jahrhunderte gängige Praxis bei den Römern, um Deserteure, Mörder oder aufständische Sklaven hinzurichten. Die Römer sahen in der Kreuzigung nicht nur den Zweck, den Hingerichteten so lange wie möglich leiden zu lassen, sondern auch den Zweck einer Botschaft, und zwar: Lege dich nicht mit dem Römischen Imperium an. Mit der Kreuzigung haben die Römer viele Menschen hinrichten lassen, welche zwischen ihnen und ihrer totalen Herrschaft der damaligen Welt standen. Fakt 2. Die Zeitmessung. Die Zeitmessung im Römischen Imperium war definitiv anders, als wir es heute kennen. Unsere Zeitmessung ist in 24 Stunden mit 60 Minuten pro Stunde und 60 Sekunden pro Minute aufgeteilt. In unserer heutigen Zeit bleibt diese Einteilung das ganze Jahr über konstant und wird nicht geändert. Die Messungen im Römischen Imperium waren an andere Bedingungen geknüpft, das heißt, eine Stunde im Sommer konnte 72 Minuten dauern, sowie eine Stunde im Winter hatte ungefähr eine Länge von 46 Minuten. Die alten Römer haben auch wie wir den Kalendertag mit 24 Stunden gezählt. Außerdem haben die alten Römer genau wie wir den Tag in 12 Stunden und die Nacht auch in 12 Stunden eingeteilt. Die Sache war nur die, dass bei den Römern die 12 Stunden für den Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gelten. Genauso wurden für die Nacht 12 Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gezählt. Die Sache war nur, dass die Sonnenauf- und Untergänge sich im Sommer und Winter sehr stark unterscheiden. Aus diesem Grund wurden die Sommerstunden bei den Römern mit 72 unserer heutigen Minuten gezählt. Im Winter dagegen haben die Römer eine Stunde mit 46 Minuten unserer heutigen bekannten Minuten gezählt. Darüber hinaus wird heute ausgegangen, dass die Römer nicht viel Wert auf exakte Pünktlichkeit gelegt haben. Fakt 3. Die Einnahme von Gift. Die Giftmorde gehörten zur Tagesordnung im Römischen Reich. Im alten Rom haben die Kaiser jahrelang eine kleine Giftmenge getrunken. Dabei haben die Hofalchemisten des römischen Imperators jede damals bekannte Giftpflanze gesammelt und zu einem einnehmbaren Giftelixier gemischt. Durch die tägliche Einnahme der Gifte wollte der römische Kaiser eine Immunität gegen Giftanschläge aufbauen. Die Giftmischung wurde unter anderem bei den Römern Mithridatum genannt. Der Name geht auf den König Mithridates VI. Von Pontus zurück. Nach dem römischen Schriftsteller Appian hat Mithridates VI. Von Pontus jahrelang Gifte eingenommen und somit eine starke Immunität aufgebaut. Laut Appian versuchte Mithridates VI. Sich selbst zu vergiften. Dieser Versuch ist Mithridates VI. Leider misslungen, denn über die Jahre hat Mithridates VI. Eine sehr starke Giftimmunität aufgebaut. Fakt 4. Das Blut von Gladiatoren. Die Römer haben als Heilmittel das Blut von Gladiatoren getrunken. Die alten Römer glaubten, dass das Blut von Gladiatoren die Lebensdauer verlängert, vor Krankheiten schützt und vor Epilepsie heilt. Einige antike römische Schriftsteller haben in Chroniken das Aufsammeln des Blutes von getöteten Gladiatoren genauestens beschrieben und festgehalten. Das Blut von Gladiatoren wurde in winzige Tongefäße abgepackt und in Apotheken als Medizin weiterverkauft. Fakt 5. Der Schweiß von Gladiatoren. Im alten Rom wurde der Schweiß von Gladiatoren aufgesammelt oder aufgewischt und zu einer Gesichtscreme verarbeitet. Der Schweiß der Gladiatoren und das Fett der Tiere, welche in der Arena gegeneinander gekämpft haben, wurde außerhalb der Arena auf dem Basar oder in Läden verkauft. Die alten Römer glaubten, dass diese Gesichtscreme die Hautfarbe von Frauen schöner macht.
Darüber hinaus gab es später auch Lippenstifte, diese konnten sich aber nur die Frauen des Adels leisten. Fakt 6. Die Philosophie. Die Römer hatten in keinster Weise etwas für die Philosophie übrig. Die vielen Philosophen aus dem antiken Griechenland waren allesamt bekannt. Doch ein großer Teil der Bevölkerung, einschließlich des Kaisers, haben die Philosophen überhaupt nicht gemocht. Das Römische Reich hatte einige sehr gute Philosophen hervorgebracht, wie zum Beispiel Seneca oder den Philosophen Kaiser Marc Aurel. Manche Römer hatten sogar eine feindselige Einstellung zur Philosophie. Diese Einstellung der Römer hatte zwei Gründe. Erstens, die Philosophie wurde als etwas typisch Griechisches von den Römern angesehen. Und zweitens waren die Römer sehr praxisorientiert und sahen Menschen, welche sich intensiv mit der Philosophie beschäftigten, als nutzlos für die Gesellschaft an. Fakt 7. Die Provinzen. Das römische Imperium wurde 753 vor Christus in einer sumpfigen Landschaft in Mittelitalien gegründet. Als in den folgenden Jahrhunderten das römische Reich wuchs, vergrößerte sich auch die Staatsfläche exponentiell. Um nicht den Überblick zu verlieren, wurde das römische Reich und später das römische Imperium in fest und für lange Jahrhunderte fest definierte Provinzen eingeteilt. So wurde zum Beispiel die südliche französische Mittelmeerküste Narbonensis und das heutige Ägypten Ägyptus genannt. Das nordöstliche Spanien wurde zum Beispiel Tarraconensis genannt. Fakt 8. Die römischen Vorfahren. Die Bewohner des westchinesischen Dorfes Lichian unterscheiden sich in ihrem Aussehen deutlich von der restlichen Bevölkerung der Volksrepublik China. So haben die Bewohner des Dorfes Lichian deutliche europäische Züge. Zum Beispiel haben die Bewohner grüne oder manchmal auch blaue Augen, große Nasen oder sogar braunes oder manchmal blondes Haar. Aufgrund von Blutuntersuchungen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Menschen römische Wurzeln haben. Der Ursprung liegt vermutlich in der folgenden Legende. Der römische Feldherr Marcus Crassus wurde in seinem Ostfeldzug gegen das Partherreich in einer Entscheidungsschlacht 53 v. Chr. Geschlagen. Die wenigen römischen Legionäre, welche das Schlachtgetümmel überlebt haben, sind zunächst als Söldner durch Zentralasien gewandert. Diese Legionäre haben sich an der heutigen Grenze zwischen China und der Mongolei niedergelassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis bald, euer Kanal History Check.